Ja, Leute, wie ihr sehen könnt, geht es heute mal wieder um den Torhüter. Da ich selber Torhüter bin, könnte es sein, dass sich das Thema ein bisschen auf Keks geht. Wir legen allerdings bei uns immer großen Wert auf Torhüter und deswegen wollen wir auch nochmal speziell auf Fußballschuhe für Torhüter eingehen. Aktuell empfehlen wir ganz klar den Adidas Predator für Torhüter, vor allem für Torhüter, die sich für die Adidas Torwarthandschuhe entscheiden. Der Grund hierfür ist deutlich zu erkennen. Die Adidas Torwart-Handschuhe gehören aktuell zur Predator-Linie und passen deswegen farblich zu mehreren Farbstellungen der Fußballschuhe. Es ist jedoch nicht nur das Design, weswegen wir uns für den Adidas Predator als Fußballschuh für Torhüter entschieden haben, sondern vor allem auch die Technik. Gerade durch die Konstruktion der Liesel Zones ist der Predator durchaus ein Schuh, der auch dafür gedacht ist, für Torhüter da zu sein. Das heißt, ich habe Kontrollelemente, die einem Torhüter helfen, das Torhüterspiel spezifisch zu verbessern. Zum einen natürlich an der Vorderseite der First Touch. Der First Touch hat großen Einfluss darauf, wie man den Ball bei der ersten Annahme kontrollieren kann. Gerade im Torwartspiel, wo immer mehr das Mitspielen gefragt ist, eine sehr wichtige Zone, die auch Torhüter unterstützen kann. Wenn wir jetzt die Dribble Zone sehen, ist diese natürlich zu vernachlässigen, da ein Torhüter nicht unbedingt ins Dribbeln gehen sollte. Im Innenbereich haben wir dazu die Control and Pass Zone. Bei der Control and Pass Zone ist es das gleiche wie auch beim First Touch. Auch die Control and Pass Zone kann Torhüter gerade bei der seitlichen Ballannahme unterstützen. Es handelt sich dabei um einen Memory Haftschaum und um TPU-Elemente, die dazu da sind, die Kontaktzeit zwischen dem Ball und dem Schuh zu verlängern. Hierdurch soll man mehr Kontrolle über den Ball haben. Die TPU-Elemente zudem sorgen dafür, dass der Ball weniger verrutschen kann und so halt ein besserer Grip zwischen dem Schuh und dem Ball entsteht. Eine der Haupteigenschaften allerdings, wieso wir der Meinung sind, dass der Predator besonders gut für Torhüter gedacht ist, findet sich an der Unterseite, und zwar handelt es sich um das Triangle-Nockensystem. Das Triangle-Nockensystem ist deswegen ein System, was auch für Torhüter gedacht ist, da die Nocken relativ lang sind. Das heißt, Torhüter, die nicht mit Stollenschuhen spielen wollen, kriegen hier einen Nocken, der wirklich weit in den Boden reinreicht. Zudem hat man mit der Traction-Sohle und dem Triangle-Nockensystem wirklich einen sehr guten Stand. Auch die seitlichen Bewegungen, das heißt gerade vorne beim Auftritt, die Bewegungen sind mit dem Predator besonders gut durchzuführen. Gerade deswegen, wie gesagt, empfehlen wir die Fußballschuhe für alle Torhüter, die noch auf der Suche sind. Ihr erhaltet die Schuhe derzeit bei uns einmal in Schwarz und einmal im kompletten Barry-Design und wie gesagt, jeweils passend immer farblich zu den Torwarthandschuhen. Mich würde dabei einfach interessieren, welche Schuhe zieht ihr als Torhüter an? Was empfehlt ihr oder was würdet ihr anderen Leuten empfehlen für Fußballschuhe? Seid ihr bei uns? Meint ihr, der Predator ist okay dafür? Oder denkt ihr, andere Schuhe sind doch besser?